zum Spiel. Es gibt auch einen Trainer, es gibt auch einen. Gut gespielt und wir haben uns gesteigert. Gegen SV Altheim. Mit ziemlicher Sicherheit 3-3 enden wird. Beerbach. Gegen Riedenheim gegen Kassel. Ich hätte gerne gegen gespielt, Markus 1 für Kassel aus, weil wir als Spiel 3-1. Altheim 2-2. Spieler. Ein bisschen früher. Ich bin von Kassel, ich bin Dormann. Ja, ich bin total schlecht gespielt. Ich möchte dir Kassel aushelfen. Es wäre an der Zeit. Weil wir geile Abwehr haben mit Nille, Pfannenrollen. Vorrunde war nicht gut, war nicht schlecht, sie hätten müssen besser sein. Die letzten zwei Spiele waren gut, aber insgesamt müssen wir in der letzten Runde müssen wir noch ein bisschen mehr kämpfen und mehr Ehrgeiz haben im Spiel. Alle Spieler. Also, erste Mannschaft, unter meiner Erwartung geblieben, schon eigentlich gedenkt, wie die Pulse schon gesagt hat. Endstellischer Tabelleplatz zwischen 9 und 12. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, nee, aber es passt schon. Also, leider so Gas geben, wir halten die Glas und nächste Woche auch mal auf, weil wir bessere Leitung geben. So, die Drittmannschaft, überragend. Auf jeden Fall, das Spiel hat mich ein bisschen enttäuscht, aber ich muss mal sagen, ich als Aushilfe habe schon mehr Spiele gemacht im Tor wie der nominelle Tormann. Und beides so und ich halte zu. Naja, die Vorrunde war ja soweit ganz okay, 20 Punkte haben wir. Jetzt brauchen wir noch 20 und scheinen wir sicher nicht ab. Also die Vorrunde war ziemlich anstrengend, weil die ganze Filmerei echt richtig viel Zeit kostet und es ist immer saukalt. Und das ist für mich halt voll schlimm, aber ansonsten fand ich es cool. War schon nicht schlecht. Die Stimmung im Team war auch nicht schlecht. Ich sage mal so, man kann zufrieden sein, wie die letzten Spiele im Dorf sind. Jetzt noch ein Dreier gebete und ich schläfe für die Finger ein. Also alles in allem bin ich sehr zufrieden. Wir haben ein paar Punkte reingelassen. Schuld wie immer waren die Schiedsrichter. Blöde Arschlöcher. Und man nie was sah nach, wenn man einen Pass abgeholt kriegt. Ihr Penner, ihr... Ach, ich darf es so ähnlich sein. Das ist ein Pass mit der Fahrt, ihr Spastis. Aber sonst, Kaschler waren immer die Geilsten. Also, die Vorrund. Wie war die Vorrund? Von der Zwett? Nee, von der... Oder beides, egal. Ja, also der Zwett ist richtig gut gewesen. Aber die erste müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Alles klar. Also, ich denke mal, die Vorrunde ist im ersten Drittel nicht so gut verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn wir an die Leistung anknüpfen der letzten 3-4 Spiele, denke ich mal, haben wir in der nächsten Runde gute Chancen, oben oder vor dem Bereich mitzuspielen. Dankeschön. Also heute das Spiel gegen Beten fiel leider aus. Wir waren in bester Aufstellung angetreten. Aber insgesamt bin ich mit dieser Runde noch zufrieden, denn wir hatten sehr viel Verletzungspech. Und ich gehe davon aus, dass wir die Klasse halten und weiter nach oben kommen. Und denke, alles aus und so. Der fünf Beste, was die Trainingseinheiten betrifft. Ja, ich weiß, was ich später muss. Wenn ich in zwei Monaten. Weil der Zwett war so spitze. Dann holen wir zwei Obladen in der Kisch. Holen wir zwei Obladen, dass ich mal die Lüge schminken kann. Wie war die Vorrunde? Nur was sagen, gut oder geht's besser? Vorrunde. War eigentlich nicht schlecht. Hätte keine 2, 3, 4 Punkte gewesen, aber sonst war es ganz laut. Alles klar, merci. Ja, die Vorrunde ist mit Höhen und Tiefen gelaufen. Ich denke mal, Punktausbeute hat können ein bisschen besser sind, aber wir können noch zufrieden sein. Ich hoffe, dass ein neues Jahr jetzt nochmal bergauf geht und dass wir noch ein paar Pünktchen mehr holen. Da kann man nichts mit dazu sagen, echt nicht. Sicher? Ja.
Was dann? Herr Leonhard, wie war die Vorrunde in Ihren Augen? Hätte ich nicht besser laufen, aber war so ganz gut. Vor allem haben wir den Amos 7-2 verloren und dann nicht gegen Malwiller. Alles klar, danke. Ja, ich will sagen, die Vorrunde war eine Katastrophe. Bist du sicher? Seit Jahren haben wir noch nie so schlecht Fußball gespielt. Ich kann kein Statement abgeben, ich habe nur 3 Spiele gesehen und die waren nicht so gut. Danke. Warum mal? Ganz schön verwachsen und ganz schön rot. So, also die Vorrunde hat mich nicht so überzeugt, aber wenn in der Rückrunde vielleicht manche öfters ins Training gehen und da klappt es besser. Das war's. Die Vorrunde war ganz gut, aber es könnte noch ein bisschen besser gehen. Ja, also ich schließe mich so ziemlich im Alf und seiner Meinung an. Der Trainingsbesuch lässt leider nicht darauf schließen, dass er ganz oben mitspielen wollen. Mir kannst du der Sache nicht sagen, wenn er trainiert, kann er keine Punkte holen. Also vielen Dank, auf Wiedersehen. Die heute bei diesem guten Tisch. 1-2-1-1. So, ich sitze hier am Tisch im Stand. Bei Christian Müller. Mein Lieblingsspieler, der uns in dieser Runde sehr weitergeholfen hat. Er hat leider lang gefehlt, aber wenn er da war, war er gut. Er hat zwar immer lang gejammert, aber war immer noch gut. Dennoch, Runden, Abschluss. Ich bin zufrieden, wenn die Runde so endet, dass wir einen einstelligen Platz erreichen. Es darf ein knapper zweistelliger sein. Ich bin absolut zufrieden. Und nächstes Jahr stecken wir uns höhere Ziele. Und tschüss. Jo. Da mein Expertentipp für das Spiel Alfheim gegen Wiskassel. Da muss ich erstmal ganz tief in die Löcher schauen, um zu sehen, was hier los ist. Und der Expertentipp würde ich mal sagen, da stehe ich mal nochmal dran. Ja, hallo, hier ist Jean-Michel Kayas. Ich bin der Torwart vom SV Blickweier. Und bevor ich den Experten-Tipp mache, wollte ich noch alles. Was gibt's da denn? Ich bin ja bei meinem Lieblingsspieler Christian Müller, der zwar nicht nur einsatzfähig war, aber wenn er da war, war gut. Ich bin mit dem. Stopp! Hey, was hat der Trainer zu tun? Wir haben gerade Mund voll. Eine nicht und eine nicht. Alles klar, wir kommen gleich nochmal zum Trainer. Alter, Alter. Ich würde mal sagen, ganz klar und ganz eindeutig. Schott! Und jetzt haben wir noch! Immer ganz kurz!
Warte mal. Keiner weiter! Keiner weiter! Lass die Luft jetzt raus! Vorne zu alle! Ey, die Ecke zu alle, von Gras!